Das duftet gut. So. Hallo. Hallo. Hier ist euer Pater Lustig. Und erkennt ihr mich wieder? Ja, heute bin ich wieder Bäcker. Denn ich backe heute. Und ich backe ganz besonderes Brot. Dinkelseelen. So sehen sie aus. Wisst ihr, Dinkel ist eine alte und gesunde Getreidesorte. Dieses Brot, Dinkelseelen, backt man zu aller Seelen. Aller Seelen ist ein eigener Tag für die Verstorbenen und ist etwas ganz Besonderes für alle, die einen lieben Menschen in ihrem Leben verloren haben. Wir Christen glauben, dass ein Mensch nicht nur einen Körper hat, sondern auch eine Seele. Die Seele ist das, was jeden Menschen besonders macht, was er fühlt und was er denkt. Wenn ein Mensch stirbt, bleibt der tote Körper zwar auf der Erde und wird begraben, die Seele aber der Menschen geht in den Himmel zu Gott. Ja, auf Friedhöfen ist an aller Seelen besonders viel los. Alle besuchen die Gräber ihrer lieben Angehörigen, die schon im Himmel sind, um zu zeigen, dass man an sie denkt. Viele Gräber sind liebevoll mit Blumen geschmückt, so wie diese. So schöne Blumen. Ja, außerdem brennen solche Kerzen. Wir nennen sie auch Seelenlicht. Und sie sollen zeigen, dass Gott immer bei ihnen ist. Viele beten an diesem Tag dafür, dass die Verstorbenen ein schönes Leben bei Gott im Himmel haben. Eins, zwei, drei, vier. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, so, ich muss jetzt mal sehen, ob die nächsten Seelen fertig sind. Das sieht gut aus. Seht nur, die duften herrlich. Ja, so, ich glaube, jetzt kann ich losgehen. Ich gehe jetzt mit dem Korb zu Menschen, die traurig sind und bereite ihnen mit dem Brot eine Freude. Und wenn du jemanden kennst, der um einen Menschen trauert, besuche ihn doch auch. Darüber freuen sie sich bestimmt. Also, bis bald, euer Pater Lustig. Tschüss. So, die freuen sich doch bestimmt darüber.